Im Jahr 2020 hat sich Palantir endlich dazu entschieden, an die Börse zu gehen, und in diesem Jahr gab es einen extremen Hype rund um dieses Unternehmen. Man konnte überall im Internet irgendwelche Analysen oder Prognosen finden, und sogar der sehr, sehr bekannte ARK-ETF von Katie Wood hatte in Palantir investiert. Daher ist natürlich auch der Kurs dieser Aktie in diesem Jahr extrem durch die Decke gegangen. Leider mussten irgendwann die Investoren von Palantir feststellen, dass der Tech-Hype vorbei ist und somit auch logischerweise der Hype rund um die Palantir-Aktie. Daher ist auch der Kurs der Aktie mittlerweile sehr, sehr stark eingebrochen. Also wir sind knapp mit minus 80% jetzt dabei. Zwischenzeitlich ist sogar auch der ARK-ETF von Katie Wood komplett aus Palantir ausgestiegen. Es wurden alle Anteile jetzt verkauft. Und da ich persönlich selber in Palantir investiert bin, ist mir dieses Thema sehr, sehr wichtig. Daher werden wir uns heute einmal ganz genau anschauen. Zum einen den Chart der Palantir-Aktie, wie entwickelt sich der Kurs und womit sollte man vielleicht kurzfristig weiterhin rechnen. Und zum anderen natürlich auch die fundamentalen Daten und Kennzahlen, worauf sollte man jetzt hier achten, wenn demnächst auch wieder die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Solltest du dich also generell für diese Themen interessieren, dann kannst du natürlich gerne up to date bleiben, indem du meinen Kanal abonnierst mit Glocke, und mich unterstützen kannst du gerne mit einem Daumen nach oben. Dann beginnen wir hier als allererstes einmal mit der Chartanalyse der Palantir-Aktie. Das ist wie immer einmal hier der Tageschart in US-Dollar, den ich immer wieder gezeigt habe. Hier hatten wir auch zum Beispiel diese Abwärtstrendlinie gesehen, die dann irgendwann zum Glück im Jahr 2022 durchbrochen wurde. Seitdem sehen wir eigentlich nur noch diesen seichten Abwärtstrend, der bisher noch nicht durchbrochen wurde. Aber insgesamt, wenn man mal fair bleiben möchte, muss man ganz klar sagen, hat die Palantir-Aktie eigentlich seit Mitte 2022 nur noch eine Konsolidierungsphase. Das heißt, wir sehen eigentlich nur noch diese Seitwärtsbewegung und viel passiert in dem Aktienkurs hier nicht wirklich. Das ergibt auch irgendwie Sinn, denn wenn man sich jetzt so die letzten Quartale der Palantir-Aktie anschaut, dann muss man ganz klar sagen, und das habe ich immer wieder in meinen alten Videos erwähnt, die Erwartungen der Analysten wurden hier nicht erfüllt. Lediglich im letzten Quartal konnten wir sogar die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das werde ich jetzt gleich mal bei den fundamentalen Daten nochmal anschneiden. Und daher ist der Kurs der Aktie auf einmal auch hier abgegangen. Hier haben wir auch so ein sehr, sehr starkes Gap gesehen, wo der Kurs der Aktie auf einmal durch die Decke gegangen ist. Wir haben hier knapp 35% dann auf einmal im Plus gehabt. Insgesamt hatte die Palantir-Aktie dieses Jahr aber eigentlich auch relativ viel Glück gehabt, denn wir konnten jetzt seit Anfang des Jahres sehen, dass die Aktie teilweise um 70% nach oben gestiegen ist, weil insgesamt sehr, sehr viele Tech-Werte und generell sehr, sehr viele Aktien eine Rallye erlebt haben. Dementsprechend ist auch Palantir mitgezogen. Palantir ist ein Unternehmen, was derzeit vom Markt sehr, sehr stark mitbestimmt wird. Steigt der Markt, steigt die Palantir-Aktie und genauso auch umgekehrt. Darauf sollte man definitiv achten. Und ich hatte natürlich auch damals hier gesagt, als die Aktie so stark gestiegen ist, bevor wir jetzt hier an dieser Resistance-Linie gewesen sind, man sollte definitiv aufpassen. Man konnte sehen, dass hier sehr, sehr viel passiert an dieser Resistance-Linie, dass hier der Kurs sehr oft dann eben hingezogen wurde und dann auch teilweise abgeprallt ist. Da habe ich auch ganz klar meine Warnung ausgesprochen, habe gesagt, ich glaube, dass der Kurs hier wieder abprallen wird, was dann auch am Ende des Tages so passiert ist. Zusätzlich hatten wir hier natürlich dieses sehr, sehr große Gap, bei dem ich persönlich auch gesagt habe, ich glaube, dass das geschlossen wird, weil das charttechnisch fast immer so passiert und jeder kann ja von Chartanalyse halten, was er möchte. Ich persönlich sehe ganz oft, dass diese Chart-Sachen auch tatsächlich funktionieren. Mir hilft es auch, um einen Einstieg oder Ausstieg aus einer Aktie dann eben zu finden. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, bevor ich die Warnung da ausgesprochen habe, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich oben eingestiegen ist, dann konnte man natürlich dann sehen, dass die Aktie teilweise hier um knapp 29% verloren hat und jetzt hier knapp mit 15% von dieser Resistance-Linie entfernt ist. Dementsprechend macht es auch für mich Sinn, sich auch immer wieder hier die Preisentwicklung im Chart anzuschauen. Man sieht aber jetzt wieder diese Seitwärtsbewegung bei der Palantir-Aktie. Es ist hier sehr, sehr viel Unentschlossenheit derzeit im Markt, denn man weiß nicht so genau, wie natürlich die nächsten Quartalszahlen aussehen werden Mitte Mai. Und bis dahin denke ich jetzt auch nicht, dass viel passieren wird im Aktienkurs der Palantir-Aktie. Denn wenn man jetzt hier einmal den RSI-Indikator anschaut, dann sieht man, wir sind hier immer noch nicht im Überkauftbereich und sehr, sehr weit entfernt vom Überverkauftbereich. Bei den MACD-Linien, die sind fast flat. Dementsprechend sieht man hier auch nicht wirklich viel Bewegung, kein großes Momentum, wie wir es hier vorher gesehen haben, wo dann auf einmal die Aktie sehr, sehr stark abgegangen ist. Oder auch zum Beispiel hier in der Vergangenheit, wo der Kurs der Aktie auf einmal verfallen ist. Man sieht hier eigentlich nicht viel, dass irgendwas passiert. Auch im Wochenchart sehen wir genau das Gleiche bei den Indikatoren. Bei den RSI-Indikator sieht man nicht wirklich irgendwas Eindeutiges. Genau das Gleiche auch hier bei den MACD-Linien. Die sind quasi flat. Es könnte sich jetzt ein bisschen wieder wechseln zu einem Abwärtstrend, aber minimal. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass man jetzt bei Palantir mit irgendwelchen krassen Bewegungen rechnen sollte. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den fundamentalen Daten von Palantir, beziehungsweise worauf sollte man eigentlich bei den Kennzahlen achten, sobald die Quartalszahlen raus sind. Wobei ich dazu natürlich auch wie immer ein Video machen werde, damit man auch so up to date bleibt. Wie gesagt, solange ich in Palantir investiert bin, habe ich natürlich auch großes Interesse zu sehen, wie es dort weitergeht. Aber wir beginnen hier
ja einmal hier mit der Wall Street Meinung. Und bei der Wall Street Meinung, wenn man sich die Analystenmeinungen generell mal anschaut, dann muss man ganz klar sagen, so im Durchschnitt gesehen ist Palantir eigentlich relativ fair bewertet. Stand heute, also knapp 7% könnte man noch mitnehmen. Wenn man sich natürlich die geringsten Prognosen anschaut, dann müsste Palantir jetzt noch um 40% fallen, was natürlich schon sehr, sehr krass wäre. Und zum anderen hätte man natürlich umgekehrt das Gleiche, wenn man jetzt bei den höchsten Prognosen ausgeht, dann müsste Palantir noch um 83% steigen, was ich eher doch als unrealistisch sehe, außer der gesamte Markt sieht eine sehr, sehr starke Rallye. Aber selbst hier im Durchschnitt, wenn man jetzt hier mit 7% Rendite rechnet, dann macht es meiner Meinung nach eigentlich keinen Sinn, beim jetzigen Kurs einzusteigen, zumindest laut diesen Wall Street Meinungen, denn eigentlich investiert man ja in ein Unternehmen, um dann halt eben eine sehr, sehr große Rendite mitnehmen zu können. Was aber definitiv ganz positiv ist bei Palantir, und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Aktie so stark wieder gestiegen ist und wir wieder so einen kleinen Hype gesehen haben im Aktienkurs, ist, dass das Unternehmen endlich geschafft hat, Gap profitabel zu werden. Das ist natürlich echt unerwartet gewesen, das muss man an der Stelle sagen. Die meisten Analysten und auch Palantir selber hat eigentlich die Prognose abgegeben, dass es viel später passieren wird. Und daher war es natürlich sehr, sehr überraschend. Wir konnten hier zum Beispiel sehen, dass auf einmal das Ganze mit einem Penny pro Aktie dann auf, ja, profitabel geworden ist, womit keiner gerechnet hat. Das war definitiv ein sehr, sehr positives Zeichen und da wird es natürlich sehr, sehr entscheidend werden, wie sieht das erste Quartal im Jahr 2023 aus. Ist es wieder Gap-profitabel oder ist es nicht Gap-profitabel? Das wird sehr entscheidend sein für die Entwicklung des Aktienkurses. Was auch positiv ist, was mir persönlich auch aufgefallen ist, sind natürlich auch die Kosten für den Umsatz, denn Palantir ist ein Wachstumsunternehmen. Ungefähr 30% sind immer angepeilt. Das wird auch weiterhin sehr, sehr wichtig sein zu sehen, ob Palantir es schafft, ungefähr diese 30% Wachstumsrate beizubehalten. Darauf sollte man definitiv achten. Und was natürlich sehr positiv und wichtig ist, sind auch die Kosten für diesen Umsatz, denn die machen am Ende des Tages auch aus, wie viel Geld Palantir am Ende des Tages verdienen kann. Und hier haben wir halt gesehen, dass zum Beispiel von dem Jahr 2021 zu dem Jahr 2022 die Kosten für den Umsatz gesunken sind. Man muss auch ganz klar sagen, was auch ganz cool ist, ist natürlich auch die Bruttomarge bei Palantir. Die ist extrem hoch mit knapp 80%. Definitiv sehr, sehr wichtig, dass diese auch bei über 80% weiterhin oben bleibt, denn sollte man hier einen Trend nach unten sehen und genauso auch einen Trend, dass die Kosten für den Umsatz steigen, dann wäre das definitiv sehr, sehr negativ für so ein Wachstumsunternehmen wie Palantir. Darauf sollte man definitiv achten. Was auch viele Investoren sehr, sehr cool finden bei Palantir ist natürlich auch, wenn man jetzt mit einer sehr, sehr starken Rezession rechnet, dass Palantir sehr gut aufgestellt ist. Es ist ein sehr, sehr solventes Unternehmen. Die haben einen wirklich sehr, sehr hohen Cashflow. Dementsprechend sollte man hier jetzt, also sehr, sehr hohen freien Cashflow, daher sollte man sich jetzt hier keine Sorgen machen, dass die jetzt eine Rezession nicht überleben können. Also das steht gar nicht zur Debatte bei Palantir. Was aber weiterhin sehr negativ bleibt, beziehungsweise was viele Investoren halt immer wieder beschäftigt, sind natürlich die Total Stock Based Compensations. Das heißt, wir konnten hier jetzt tatsächlich sehen, dass das Ganze ein bisschen gesunken ist, also vom Jahr 2021 zum Jahr 2022, dass diese Verwässerung der Aktien, also dass zum Beispiel Mitarbeiter, zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter auch Aktienpakete bekommen oder Aktienoptionen von Palantir, das verwässert logischerweise immer wieder den Aktienkurs und damit haben wir Aktionäre, die vorher eingestiegen sind, auch immer ein bisschen weniger vom Kuchen. Darauf sollte man definitiv achten. Es ist positiv, dass es hier gesunken ist, es ist aber immer noch definitiv eine sehr, sehr hohe Zahl. Und da Palantir jetzt immer noch nicht so stark profitabel ist, sollte man darauf achten, dass die Total Stock-Based Compensations runtergehen, auch vor allem jetzt in diesem Jahr 2023. Das wird ganz wichtig sein. Eine andere Kennzahl, die extrem wichtig ist bei Palantir, die jetzt in dieser Präsentation nicht dabei ist, die aber sehr, sehr wichtig ist bei einem Softwareunternehmen, also bei einem sogenannten SaaS-Unternehmen, ist die Net Dollar Retention. Die ist sehr wichtig. Hier konnten wir bei Palantir tatsächlich einen kleinen Abwärtstrend sehen in den letzten Quartalen und da werde ich gespannt sein, wie es jetzt im ersten Quartal 2023 aussieht. Ist diese jetzt wieder nach oben gestiegen? Ist die erstmal so konstant geblieben oder tatsächlich weiter nach unten gefallen? Das könnte für mich sogar ein Kriterium sein, nochmal meine Position komplett zu überdenken. Ich hatte in den letzten Videos auch ganz genau erklärt, was diese Kennzahl bedeutet. Kann es aber natürlich auch gerne mal einblenden, so eine Definition. Auf jeden Fall kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob du in Palantir investiert bist, ja oder nein. Was ist deine These? Wird der Kurs der Aktie sich jetzt weiter nach oben bewegen, ja oder nein? Ich gehe davon aus, dass jetzt erstmal bis zu den Quartalszahlen wieder eine Seitwärtsbewegung zu sehen sein wird. Das heißt, es wird nicht wirklich viel passieren. Und ab dann, wenn wir die Quartalszahlen sehen, da wird es natürlich sehr, sehr entscheidend sein, ist es immer noch Gap-profitabel, ja oder nein? Sollte es Gap-profitabel sein, könnte es sein, dass wir wieder eine Stufe nach oben steigen mit Palantir, aber dann wieder in dieser Seitwärtsbewegung gefangen sind. Sollte es wieder Gap
nicht profitabel sein, dann könnt ihr stark davon ausgehen, dass der Kurs der Aktie nach unten fällt. Ist natürlich wie immer nur meine eigene Meinung. Du kannst deine Meinung in den Kommentaren lassen. Sollte dir dieses Video gefallen, dann kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen und mich unterstützen, und up to date bleiben kannst du mit einem Abo und aktivier die Glocke.